Monsieur? Guten Tag. Didier, ich bin von der... der Buchhandlung. Ja, ich kenne Sie schon von sehen. Ich habe gehört, dass Lucas verschwunden ist. Die Polizei befragt die Leute überall. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie mir... jedenfalls im Moment ist es so, dass wir... Bestimmt schwänzt der Junge einfach nur die Schule. Er wird bald hier sein. Sie sind doch hoffentlich nicht allein? Nein, aber nett von Ihnen. Was ist denn? Tag, Monsieur. Und falls Sie mich brauchen sollten, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ja. Die Druckerei gehört einem Freund von mir. Bei 300 Stück kann er übermorgen liefern. Sie zahlen nur das Papier. Sehr schön. Sie haben sich verletzt? Ach, nichts. Nur mein Kater. Hat mich angesprungen. Dann und wann packt sie ihn plötzlich. Schläft noch ganz gemütlich. Auf einmal wacht er auf, springt und kratzt. Hat wahrscheinlich Albträume. Ja, das glaube ich auch. Was wichtig ist. Hallo? Guten Tag. Weiß nicht, wer sind Sie? Aber natürlich, entschuldigen Sie. Bitte? Ich bin ein Nachbar, ein Freund. Ja, ja, sie ist da. Moment bitte. Ihr Mann. Ex-Mann. Hallo? Sprich lauter, ich verstehe dich nicht. Wann kommst du? Und so brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, hm? Ach, mit Maman. Oh, wir amüsieren uns prächtig. Hallo? Hallo, kann ich nicht mehr hören. Hauptsache, er hat seine Ruhe da. Ich schaff's ja bestens ohne ihn. Notgedrungen. Entschuldigen Sie. Wann immer Sie meine Hilfe brauchen, ich kann mir Zeit nehmen. Rufen Sie mich einfach an. Sehr nett von Ihnen. Dann werde ich jetzt gehen. Wiedersehen, Madame. Wiedersehen, Monsieur. Vielen Dank, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Didier? Es ist bedrückend, dieses Gefühl. Das ist es. Während der Scheidung, des Umzugs, hat er so einen ruhigen Eindruck gemacht. Man denkt, man würde seine Kinder kennen. Obwohl man oft nicht weiß, was in ihnen vorgeht. Ja. Als Junge war ich genauso. War verschlossen, hab kaum geredet. Selbst meine Mutter fand mich seltsam. Ach so. Vielleicht hat er ein Abenteuerbuch gelesen von einem Helden, der in die Welt zieht und wollte ihm das nachmachen. Nein. Wenn er weggelaufen ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass er sie hasst. Vielleicht möchte er Ihnen sogar das Gegenteil damit sagen. Was habe ich ihm getan? Damit müssen Sie aufhören, Alice. Dagegen komme ich aber nicht an. Hemmungen kennt er nicht. Alice Vernon, eine eher labile Frau und häufig in psychologischer Behandlung, mochte Kinder noch nie und kümmerte sich auch wenig um ihren Sohn. Sie hat ein Verhältnis mit ihrem Chef, einem verheirateten Mann. Zur Zeit des Verschwindens von Lucas wurden sie beim Verlassen eines Hotels gesehen. Oh. Diese scheiß Journalisten. Marie sieht sich vor, außerdem sind wir... Dann werde ich Sie jetzt rausbringen. Zusammen zu sehen in der ich würde lieber hier raus. Haben Sie was gegen Polizisten? Nein, nein, gar nicht. Aber ich gehe Ihnen lieber aus dem Im Weg. Im Verlag vermeiden wir natürlich Zärtlichkeit. Na schön.